In diesem Video übernehme ich den aktuellen Tabellenführer der zweiten Bundesliga, der 1. FC St. Pauli, und führe sie nicht nur in die erste Bundesliga, sondern noch zu so viel mehr. Servus oder so und willkommen zum ersten Video in IFC 24, in dem ich einen Verein für 10 Saisons übernehme. Und es wurde auch mal Zeit, dass ich was mit St. Pauli starte. Die waren ja auch in meinem 10 beste Vereine für den IFC 24 Karrieremodus mit drin. Die sind also jetzt perfekt für diese Challenge. Läuft ja auch im Real Life richtig gut gerade. Mal schauen, ob wir daran anknüpfen können. Wenn es euch gefällt, vergesst nicht einen Daumen da zu lassen. Erste Saison und ich habe schon direkt den ersten Spieler verpflichtet. Und der Kollege ist ein Linksverteidiger, bekommt die Nummer 13 bei uns, ist natürlich sehr, sehr talentiert für 3,8 Millionen. Der 18 Jahre alte Valentin Barco, denn ich möchte das Spielsystem gerne beibehalten mit der Fünferkette. Und da hat uns jetzt noch ein richtig guter Linksverteidiger gefehlt. Und auch obwohl der jetzt so teuer war, ist immer noch ordentlich Kohle übrig. Und dazu habe ich ja auch noch vor, richtig viele Spieler zu verkaufen. Ja, und das müssen wir auch, weil meine Transferziele sind teuer. Irgendwie haben es mir die Argentinier gerade ganz besonders angetan. Ja, und da ist auch schon der erste Verkauf. Johannes Eckestein bringt uns 1,1 Millionen Transfer. Für Metcalfi bekommen wir 3,1 Millionen. Aber keine Sorge, ich hole ja direkt wieder ein neues Talent fürs rechte Mittelfeld. Und zwar in diesem Fall Luca Langoni. Damit ist das erste Ziel erreicht. Die komplette Mannschaft hat mindestens eine 70er Gesamtstärke. Und jetzt schauen wir halt, was sonst noch geht mit den ganzen Verkäufen. Da kommt schon noch einiges zusammen bis zum Deadline Day. Und ich habe ja noch nicht mal alle Spieler verkauft. Aber bei Winter und Mauri, das klappt irgendwie nicht. Mir geht schon langsam die Zeit aus. Deshalb muss ich jetzt zuschlagen und ich habe gerade eine neue Nummer 1 verpflichtet mit dem wunderschönen Namen Agirre Zabala. Kommt von Athletic Bilbao und ist extrem talentiert. Damit haben wir das Team punktuell richtig gut verstärkt und können so mit gutem Gewissen die erste Saison simulieren. Mal schauen, ob es ähnlich gut wie im Real Life läuft. Wobei man ja schon sagen muss, dass St. Pauli jetzt auch nicht als großer Favorit in die Saison reingegangen ist. Die Mannschaft konnte sich verbessern, also vor allem Langoni. Sieht die Statistik dann auch dementsprechend aus. Simon Zoller 22 Tore, aber dann kommt Langoni. Bester Vollangeber ist auch Simon Zoller. Der wird halt immer schlechter. Also nächste Saison brauchen wir eigentlich fast zwingend einen neuen Stürmer. Und wie sieht es jetzt aus? In der Tabelle St. Pauli wird Erster. Wir steigen auf als Titelsieger. Weil die zweite Bundesliga zu gewinnen ist ja doch irgendwie einen Titel zu gewinnen. Im DFB-Pokal lief es aber nicht so gut. Da sind wir hier gegen Köln rausgeflogen. Superpokalsieger ist Manchester City. Champions League geht an Bayern oder PSG. Europa League an Newcastle, Conference League an Villa. Aston Villa Europameisterschaft ist jetzt dann. Und wir dürfen uns währenddessen auf die erste Bundesliga vorbereiten. Die zweite Saison wird jetzt eine richtig schwierige Aufgabe. Denn mit der Mannschaft in der ersten Liga zu bestehen, das wird extrem schwierig. Zum Glück haben wir ein ordentliches Budget. 27 Millionen dürfen wir noch ausgeben. Bevor es dann so richtig losgeht, Transferliste ist auch wieder gut gefüllt. Wobei ich Barco eigentlich nicht verkaufen wollte und auch Nemeth nicht. Aber die wollen beide den Verein verlassen. Mal schauen, was ich da mache. Ja, ich glaube, ich gebe beide sogar ab. Nemeth wurde gerade an Granada verkauft. Und Barco wechselt zu Hoffenheim. Als erstes hole ich jetzt mal wieder einen Außenverteidiger. Und ich sage extra Außenverteidiger, weil Dedic kann Rechtsverteidiger und Linksverteidiger spielen. Kommt von den Wolves für 14 Millionen. Ich plane ihn natürlich als LAV ein. Ja, und unser neuer Stürmer muss natürlich ein Banger sein. Und deshalb habe ich da jemanden vom FC Bayern geholt. Der kommt in München halt ungefähr nie zum Spielen. Also zumindest hier jetzt in der Karriere anders als im Real Life. Und warum dann nicht innerhalb der Liga zu St. Pauli wechseln? Mathis Tell ist unsere neue Nummer 9. Ansonsten hätte ich jetzt wahrscheinlich gerne noch einen Innenverteidiger. Aber das wird knapp von der Kohle her, selbst wenn ich alle Spieler von der Transferliste loswerde. Mittlerweile steht der Saisonstart vor der Tür. Wir treffen auf Gladbach und können jetzt nochmal 8,8 Millionen ausgeben. Aber das ist halt mittlerweile gar nicht mehr so viel. Damit können wir uns am Ende in Anführungszeichen nur den Mr. Brentwaite leisten. Aber auch nur, weil sein Vertrag am Ende der Saison ausgelaufen wäre. Deshalb war jetzt 2 Millionen günstiger als sein Marktwert. So ist aber auf alle Fälle nochmal eine gute Verstärkung. Aber ey, schaut euch das Team an. Ich sag's gerne nochmal. Damit in der ersten Liga zu bestehen, wird so extrem schwer. Ich kann mir sogar wirklich vorstellen, dass wir absteigen. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben bei so einer Art von Video. Wobei ich natürlich auch meistens Top-Vereine übernommen habe. Langoni hat die 80 geknackt. Also vielleicht hat es der ja rausgerissen. Wir werden sogar Siebter. Wie zur Hölle ist das denn bitte möglich? Wenn wir Glück haben im DFB-Pokal, dann könnten wir sogar international spielen nächste Saison. Das ist ja komplett crazy. Wie geht das? Bayern gewinnt den DFB-Pokal und ich glaube, damit müssten wir jetzt sogar mit am Start sein. In der
Conference League und wir waren sogar im Halbfinale des DFB-Pokals. Wie heftig überperformt denn unsere Mannschaft bitte? PSG gegen City im Champions League-Finale, Europa League-Sieger ist Leipzig, die Conference League holt entweder Ajax oder Bilbao. In Zukunft muss ich noch immer ein bisschen weiter simulieren schon, weil es ja dumm, wenn wir da nie die Sieger sehen, sondern immer nur wer im Finale steht. Langoni 15 Tore, also der Typ geht echt mega ab. Komm jetzt hier, Champions League-Sieger, Manchester City, Conference League-Sieger, Athletic Bilbao. In der dritten Saison ist mein erstes Transferziel ein neuer linker Mittelfeldspieler. Und ich weiß, in der Innenverteidigung sind wir eigentlich schlechter aufgestellt, aber wir haben halt ein paar wenig äußere Mittelfeldspieler im Kader. Deshalb freue ich mich jetzt zart um, damit er auf die rechte Seite geht. Und dann geht Kaspar Kozlowski auf die andere Seite. Ist ein 21-jähriger Pole, der 15 Millionen gekostet hat. Damit habe ich halt aber auch schon fast alles ausgegeben. Ansonsten schiele ich jetzt vielleicht nur noch auf einen älteren Spieler, so als Stürmer-Backup, weil Albers halt wirklich Katastrophe ist mit seiner 55. Und dann gut. Unserem Sieg im Vorbereitungsturnier klappt es. Ich glaube, ohne wären die Mittel wirklich nicht da gewesen. Aber so kommt jetzt Braden Manu von Darmstadt. Der ist jetzt nicht super krass mit einer 73, aber er kann halt auch auf den Flügeln aushelfen. Und er soll ja auch auf keinen Fall Tell den Startelfplatz streitig machen. Deshalb denke ich, passt das echt gut. Den können wir für ein paar Saisons so als Backup definitiv brauchen. Ist 28 Jahre alt. Und dann war das eigentlich auch wieder eine echt stabile Transferphase. Wir verbessern das Team so ganz langsam, nach und nach. Und man hat es ja gerade eben auch schon kurz gesehen, wir haben diese Saison einfach Europa League gespielt. Wie crazy. Wie ist das denn bitte, dass wir jetzt schon in der Euroleague mit dabei sind? Ich bin gespannt, ob es erneut so eine gute Saison war. Ja, nicht ganz so gut. Aber Elfter ist vollkommen okay, Mann. Ich meine, die letzte Saison war ja komplett crazy. Deutscher Meister wird Leverkusen im DFB-Pokal, gewinnt Borussia Dortmund, gegen die wir auch im Viertelfinale rausgeflogen sind. Superpokalsieger ist Manchester City. Die Champions League sehen wir dieses Mal auch direkt. Die Euroleague geht an die Roma, die Conference League an Chelsea. Die meisten Tore hat bei uns Langoni geschossen. Mal wieder, der ist einfach besser als Mathys Tel und der hat auch wieder am zweitmeisten Vorlagen. Da ist nur Jackson Irvine besser, aber der ist mittlerweile 33 Jahre alt. Das heißt, den müssen wir auch bald ersetzen. Die Priorität liegt aber noch auf anderen Positionen. Und zwar einmal in der Innenverteidigung. Hauke Wahl ist der schlechteste Spieler in der Startelf mit einer 72. Irvine hat immer noch eine 75. Und wir brauchen auch einen neuen Backup-Keeper. Denn der Nikola ist im letzten Vertragsjahr und möchte den Verein verlassen. Für die neuen Spieler haben wir 25 Millionen zur Verfügung. Und für den Keeper möchte ich natürlich auch möglichst wenig ausgeben. Am besten nur so viel, wie wir gerade für Hauke Wahl bekommen haben. Ja, und das hat sogar fast geklappt. Unsere neue Nummer 2 ist der 30-jährige Alexander Schlager. Und jetzt kann ich natürlich richtig viel Geld in den Innenverteidiger investieren. Wobei ich es auch auf keinen Fall übertrieben habe. Aber ich wollte ihn unbedingt haben. Jorel Hato. Nicht umsonst hat den hier schon Manchester City verpflichtet von ursprünglich Ajax. Der gilt als eines der größten Innenverteidiger-Talente. Hat 14,5 Millionen gekostet und rückt damit halt immer noch sofort in die Startelf rein. Und wir können jetzt sogar noch weitere 8 Millionen investieren. Damit holen wir uns dann auch doch mal einen neuen zentralen Mittelfeldspieler. Wir haben übrigens auch schon wieder das Vorbereitungsturnier gewonnen. Ich nehme da mittlerweile fast immer das, wo man am wenigsten Preisgeld erhält. Was halt einfach ist zu gewinnen und man muss ja Erster werden, um überhaupt irgendwas von der Kohle zu sehen. Am besten hat mir für die Position Archie Gray gefallen. Der hat halt jetzt erstmal nur eine 75, aber mehr war finanziell nicht drin. Damit ist er gleich gut wie Hartl und Irvine. Wird sich aber natürlich schnell verbessern. Da bin ich mal sehr gespannt, wer in unserer Mittelfeldzentrale vom automatischen Trainer am meisten Spielzeit erhält. Hartl, Irvine oder der neue Gray. Und ich muss mich noch entschuldigen, dass ich vorhin irgendwie nicht so richtig auf die Europa League eingegangen bin. Wir haben gesehen, dass wir den Titel nicht gewonnen haben. Aber trotzdem, Irvine steht bei einer 72. Also da muss jetzt eigentlich Hartl für ihn rein. Zum Glück kann sich die aktuell sogar noch ein bisschen steigern und er führt uns auf den 6. Tabellenplatz. Was heißt, dass wir nächste Saison Conference League oder Europa League spielen? Weil normalerweise ist es ja der Conference League Platz. Hängt jetzt aber davon ab, wer den DFB-Pokal gewonnen hat. Das ist Borussia Dortmund. Die wurden in der Liga Erster. Das heißt, es verschiebt sich alles nach unten und damit spielen wir wieder Europa League. Ich hoffe, das stimmt so. CL-Titel gönnt sich Manchester City. Die Europa League geht an Milan. Die Conference League an West Ham. Bin ich mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis wir da irgendwann mal St. Pauli sehen. Und auf lange Sicht möchte ich hier natürlich Champions League-Titel gewinnen. Und am besten noch das Triple Mathys Tel. 24 Tore. Endlich mal besser als Langoni, der aber immer noch wieder die zweitmeisten Vorlagen hat und mittlerweile bei einer 88er Gesamtstärke steht.
Fünfte Saison, unser Transferbudget geht komplett durch die Decke. 65 Millionen war es zum Start. Jetzt habe ich schon Verträge verlängert. Damit landen wir bei 63. Aber mittlerweile brauchen wir fast so viel Geld, um die Mannschaft überhaupt noch verbessern zu können. Boah, ich musste ihm jetzt wirklich jeden letzten Cent geben, den ich noch übrig hatte. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis sollte trotzdem stimmen bei Martin Baturina, der gerade von Real Madrid zu uns gewechselt ist für 56 Millionen. Sein Marktwert liegt bei 61,5. Der war vorher sogar noch bei 66 Millionen. Also sein Potenzial ist wahrscheinlich ein bisschen runtergegangen, aber es sollte immer noch ausreichen. Damit haben wir einen neuen zweitbesten Spieler, weil Langoni ist natürlich besser. Aber das ist so die Art von Spieler, die ich jetzt hier öfter holen möchte. Dafür kann ich jetzt übrigens den Jessen abgeben. Dadurch haben wir zumindest wieder ein bisschen Geld. Das reicht aber natürlich nicht für einen neuen Spieler. Aber dieser Verkauf hier ändert jetzt natürlich nochmal alles. Denn Jared Braithwaite wechselt für 60 Millionen zum FC Turin. Frage ist halt, hole ich jetzt für die Kohle einfach nur einen neuen Innenverteidiger? Das wäre natürlich die einfachste Option. Ja doch, genau das tue ich. Anders wäre es aber auch nicht möglich gewesen, adäquaten Ersatz zu finden. Scaldini ist halt jetzt erstmal sogar schlechter, aber sein Potenzial ist höher. Jo, aber weiß trotzdem nicht, ob mich das jetzt so zu 100% überzeugt. Vielleicht performt er ja gleich krass. Er hat da jetzt auch in der Europa League wieder die Chance dazu. Und dieses Mal verspreche ich es euch, wir schauen uns den Wettbewerb und was wir da so geleistet haben ganz genau an. Tell hat eine 85 da vorne drinnen und schießt 27 Buden. Baturina hat auch richtig eingeschlagen. Neben Langoni natürlich, 90 mittlerweile der Typ. In der Bundesliga wurden wir 10. Also es ist echt schwer für uns, so richtig vorne reinzukommen. Aber dafür hatten wir halt auch nie was mit dem Abstieg zu tun. Pokalsieger wird der FC Bayern, gegen die haben wir im Halbfinale verloren. Kurz rein in den Superpokal, in die Champions League, in die Conference League. Und jetzt, wie angekündigt, die Europa League. Die Roma gewinnt das Ding und wir sind bis ins Viertelfinale gekommen. Da war der Gegner Chelsea, gegen die kannst du mal ausscheiden. Also alles in allem würde ich sagen, Gruppenerster, waren wir richtig, richtig gut in der Europa League. Saison 6. Und es ist schon krass, dass immer noch Spieler vom Anfang hier in der Startelf drin sind mit Smith und Saliakas. Die gilt es jetzt schon langsam mit einem Budget von 53 Millionen zu ersetzen. Viele der ursprünglichen Spieler beenden mittlerweile auch ihre Karriere. Die drei hier hören einfach alle auf. Dadurch ist auch schon klar, für welche Position wir in der nächsten Saison Leute holen müssen. Ich habe mir jetzt durch meine unglaublichen mathematischen Fähigkeiten ausgerechnet, dass ich pro neuem Spieler, ich will ja zwei holen, ungefähr 25 Millionen ausgeben darf. Und so bin ich rechts hinten bei Kiriani Sabbe gelandet. Von dem habe ich einfach noch nie gehört, aber der Belgier hat ordentlich Potenzial, ist besser als Saliakas und ab sofort rechts hinten gesetzt bei uns. Wobei der Innenverteidiger jetzt sogar ein ganzes Stückchen günstiger war, weil bei denen der Vertrag ausläuft. 20 Millionen für Leon King und der hat einen Marktwert von 26. Jetzt verkaufe ich noch Treu und dann war es das höchstwahrscheinlich auch schon wieder. Ich meine, klar, ich kann jetzt Langoni für 237 Millionen verkaufen, aber dann würde ich halt niemals wieder so einen coolen, legendären Spieler dazu bekommen. Akira Zabala dagegen ist nicht so unverkäuflich, aber das lohnt sich halt erst so ab 60 Millionen, den abzugeben. Ansonsten bekommen wir da keinen besseren Keeper. Und so viel wollen die dann natürlich wieder nicht zahlen. Ja komm, dann lassen wir es. Die Mannschaft ist auch so schon richtig gut. Ich würde sagen, diese Saison greifen wir jetzt endlich so richtig an. Also in der Bundesliga meine ich. Da müssen wir jetzt eigentlich schon langsam mal vorne mitspielen. Oder überschätze ich unser Team einfach noch komplett? Das ist die große Frage. Es haben mittlerweile alle eine 80 bis auf Gray. Aber wir wollen ja nächste Saison sowieso einen ZM kaufen und wir werden Vierter. Das ist okay. 7 Punkte hinter dem Ersten. Also wir haben um den Titel mitgespielt, kann man sagen. Und wir spielen nächste Saison Champions League. Die ging dieses Jahr einfach an Leverkusen, die im Finale gegen Frankfurt gespielt haben. Wie crazy ist das denn bitte? DFB-Pokalsieger wird Leipzig. Wir sind hier gegen Schalke im Elfmeterschießen rausgeflogen. Europa-League-Sieger, Conference-League-Sieger und der beste Torschütze wurde Mathys Tel. 15 Buden ist jetzt nicht so krass, aber dazu noch 8 Vorlagen, also er ist ganz klar unser bester Scorer. Und ich habe ja schon angekündigt, für welche Position wir in der 7. Saison neue Spieler brauchen. Innenverteidigung und zentrales Mittelfeld. Prio hat dabei ganz klar der neue 80 plus ZM. Und durch die Champions League Teilnahme haben wir jetzt auch richtig viel Geld zur Verfügung. Ich habe halt jetzt für den zentralen Mittelfeldspieler echt weniger ausgegeben als erwartet. Und dadurch können wir auch gleich nochmal was in den Innenverteidiger buttern. Was dann auch wieder unsere Ersatzbank besser macht. Noah Lamadi hat 86 Potenzial und hat nur 42 Millionen gekostet. Sein Vertrag wäre ausgelaufen.
da entscheide ich mich dann auch gerne gegen theoretisch bessere Spieler. Einfach weil das Preis-Leistungs-Verhältnis halt so gut ist. Ich finde, bei Diomond passt es auch. Der hat eine 84 und kommt für 48 Millionen zu uns. Und damit ist King jetzt halt nur noch Ersatzspieler, was aber auch nicht schlecht ist. Wir brauchen ja auch ein paar gute Spieler für die Bank. Und vor allem müssen wir uns auch darauf vorbereiten, dass diese Saison schon wieder ein Haufen Spieler aufhören. Denn es ist die letzte Saison von Manu und Smith. Ein Haufen Spieler ist vielleicht übertrieben, aber es sind schon wieder zwei. Ach nee, und ich habe eine Sache nicht bedacht. Ich brauche ja noch Geld, um den Vertrag von Langoni zu verlängern. Und es fehlt mir gerade komplett. Und den dürfen wir auf gar keinen Fall für 0 Euro verlieren. Das heißt, ich muss jetzt zwangsläufig noch einen Spieler verkaufen. Ja, und da trifft jetzt Aguirre Zabala. Unsere langjährige Nummer 1, aber der hat sich halt auch nicht mehr wirklich verbessert. Und wir brauchen die Kohle unbedingt, um seinen Vertrag zu verlängern. 160.000 Euro pro Woche verdient Langoni ab sofort. Und damit bleiben uns jetzt noch 45 Millionen übrig. Boah, das ist jetzt schon ein fettes Downgrade. Aber bei Dennis Simon sehe ich halt noch am ehesten das Potenzial, dass er besser wird als sein eigentliches Potenzial. Weil er eben noch relativ jung ist. Mit seinen 23 Jahren hier mittlerweile. Klar, es hätte bessere Alternativen gegeben. Aber ihr seht ja, die sind 26, 28, 27. Und André Gomes konnte man leider nicht kaufen. Deshalb haben wir jetzt einfach nur noch einen 81er im Tor. Aber ich hoffe, der Junge entwickelt sich schnell mit Entwicklungsplan. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, der darf jetzt hier direkt Champions League spielen. Let's go, jetzt habe ich aus Versehen wieder nicht weit genug simuliert, weil eigentlich bin ich jetzt immer bis zur Mitte des Monats gegangen. Aber das Gute ist, dass wir jetzt das Pokalfinale haben gegen Nürnberg. Und das können wir jetzt dann gleich selbst simulieren. Simon hochgegangen auf eine 84. Ich hoffe, der carried uns da jetzt gleich richtig durch und wir holen den ersten Titel in diesem Video. Also gut, wir haben mal die zweite Liga gewonnen, aber jetzt gewinnen wir den DFB-Pokal. Das ist definitiv ein paar Stufen drüber. Da will ich jetzt hier auch noch die Animation sehen. Langoni. St. Pauli gewinnt den DFB-Pokal. Und dazu vielleicht die deutsche Meisterschaft? Nee, wir werden Zweiter hinter Bayern. 2 Punkte weniger. Aber es fehlt nur noch so ein bisschen was. Superpokal geht an Leverkusen, die Champions League, an Manchester United oder Chelsea. Ja, am Ende holt Chelsea ganz klar das Ding. Europa League-Sieger ist Barcelona. Die Conference League geht an den FC Bayern. Alles klar. Bester Torschütze Mathys Tel. Bester Vorlagengeber Mathys Tel, der jetzt hier auch eine 90 hat. Und man muss bedenken, der ist immer noch gerade mal 25 Jahre alt. Saison 8, wir spielen wieder Champions League. Aus irgendeinem Grund habe ich die euch in der letzten Saison irgendwie nicht so richtig gezeigt. Also was wir da erreicht haben, aber es lief scheinbar nicht so schlecht. 150 Millionen haben wir jetzt am Starten theoretisch. Sollte man das hier doch sogar nachschauen können. Ah, okay, da steht Fortschritt Gruppenphase. Ja, das war dann wohl eher nicht so gut. Für krasses Transferbudget hat es trotzdem gereicht. Und wenn man den Kader dann mal so durchgeht, dann fällt auf, wir haben mittlerweile noch einen Stürmer. Das ist Mathys Tel. Da brauchen wir jemanden dahinter. Und den Job erledigt ab sofort Thiago Tomás, der Portugiese. Riese kommt aus Straßburg und hat ja auch immerhin eine 82. Dazu hole ich jetzt noch einen krassen linken Mittelfeldspieler mit Duranville. Den kennen wir wahrscheinlich alle. Großes Talent von Borussia Dortmund. Der wird jetzt hier bei St. Pauli so richtig groß vorgestellt mit der Trikotnummer 8 und einem Preisschild von 69 Millionen. Den habe ich natürlich mal wieder extra günstig bekommen. Und das sorgt jetzt auch dafür, dass wir schon jetzt einen Ersatz für Afo Lion haben, der am Ende der Saison seine Karriere beenden wird. Also gerade die Niederlage im Supercup gegen FC Bayern hat er gezeigt, wir sollten schon nochmal was tun. 4-0 haben wir da verloren. Wir wollen eigentlich die Liga gewinnen dieser Saison. Zum Glück haben wir noch 41 Millionen zur Verfügung. Aber damit die Startelf zu verbessern, wird richtig schwierig. Da können wir vielleicht maximal noch einen Linksverteidiger holen. Die richtig guten Linksverteidiger sind halt alle zu teuer oder man kann sie nicht holen. Und ich habe es natürlich immer mit Tauschdeals probiert, so wie hier jetzt auch. Aber dieses Mal klappt es halt. Dedic ist leider weg, aber dafür kommt Milos Kerr. Der noch mal ein bisschen besser ist. 85er Gesamtstärke mehr war leider nicht drin. Wobei der durch die Umformung ja vielleicht noch hochgeht. Ansonsten haben wir jetzt noch 13 Millionen übrig. Die investiere ich in Brian Okoh als Innenverteidiger Nummer 5. Man weiß ja nie, wann man den braucht. Und damit steht der Kader, der jetzt hoffentlich für St. Pauli zum ersten Mal die Bundesliga gewinnt. Wobei ich für meinen Geschmack in der Simulation jetzt schon viel zu viele Unentschieden gesehen habe. Und wie crazy ist es bitte, dass Langoni jetzt eine 97 hat. Der muss uns doch einfach durchcarryen bis zum deutschen Meistertitel. Wir haben es gepackt.
Und wir haben einfach 13 Unentschieden, aber Dortmund hat 14 Unentschieden. Und das ist das, was am Ende den Unterschied ausmacht. Supercup wisst ihr, haben wir gegen Bayern verloren. DFB-Pokal ging auch an Bayern. Wir sind in Runde 3 gegen Frankfurt geflogen. Superpokalsieger ist Chelsea. In der Champions League holt Juve das Ding. Und wir waren immerhin im Viertelfinale. Das ist ein Fortschritt. Da sind wir dann ausgeschieden gegen Napoli. Man City in der Euroleague ist halt komplett unfair. Aber das war jetzt Titel Nummer 3. Bester Torschütze bei uns, Mathys Tel, wie immer eigentlich. Langoni underperformed für seine Gesamtstärke halt eigentlich sogar. Wir gehen rein in die 9., in die vorletzte Saison. Und was uns natürlich immer noch fehlt, ist der Champions League-Titel. Was wir dafür brauchen, gute Spieler. Und die Transferliste zeigt schon, auf welchen Positionen ich neue Leute holen will bzw. muss. Wobei wir eigentlich auch noch ein Backup für Kerkes brauchen. Aber erstmal wollte ich jetzt einen richtig krassen Rechtsverteidiger holen. Nur ist es halt irgendwie immer so im Karrieremodus nach ein paar Jahren. Gerade bei Verteidigern steht sau oft dabei, dass die Spieler zu wichtig für den Club sind. Und dann kann man die nicht holen. Das gilt für Arnau Martinez und für Alejandro Baldi. Das sind eigentlich die zwei besten Spieler. Und deshalb musste ich jetzt mal wieder auf Rico Lewis gehen. Der Vorteil daran ist natürlich, dass wir uns noch einen Monster IV leisten können. Der heißt Antonio Silva, kennt man schon aus dem letzten Jahr. Hat einfach das gleiche Potenzial wie Guardiol. 88 beträgt das. Vertrag wäre ausgelaufen, deshalb nur 70 Millionen gekostet. Also bald kann ich das Team wirklich nicht mehr besser machen. Saliakis und Hartl kann man halt leider nicht verkaufen, weil die für ihr Niveau einfach viel zu viel Geld bei uns verdienen. Deshalb hole ich jetzt einfach noch einen Linksverteidiger. Backup. Alvaro Fernandes, das war nicht der Spieler, den ich am ehesten haben wollte. Aber mittlerweile ist es halt richtig schwer, Spieler für die Position zu finden, die man dann auch kaufen kann, die nicht so wichtig für den Club sind. Aber mittlerweile kann sich auch unsere Bank wirklich sehen lassen. Von der Startelf muss ich euch ja gar nichts mehr erzählen. Dieses Team muss die Champions League jetzt gewinnen. Und man sieht es halt jetzt im Kalender hier schon. Wir waren im Finale, aber haben das gegen Juventus Turin leider mit 2:0 verloren. Und damit haben wir in der nächsten Saison, in der 10. Saison, zum letzten Mal die Chance, den fehlenden Champions League Titel noch zu gewinnen und allein um die Karriere von Langoni zu krönen, muss das einfach passieren. Wobei er halt wieder gar nicht so viele Tore geschossen hat. Dafür ist er bester Vorlagengeber, hat eine 98er Gesamtstärke und schießt uns erneut zum deutschen Meistertitel. Wir haben nur ein einziges Spiel verloren. Das dürfte dann insgesamt der 4. Titel sein. Den Supercup gewinnen wir auch einfach nie. DFB-Pokal haben wir einmal geholt. Jetzt war wieder Schluss gegen Bayern. Also gegen Bayern läuft es immer nicht so gut. Champions League Sieger wisst ihr ja, Juventus, Turin. Ansonsten haben wir eigentlich alles relativ souverän weggeschlagen. Europa League ging an Monaco, die Conference League an Leipzig. Ja, und dann geht's auch schon rein in die allerletzte Saison. Jetzt oder nie, der CL-Titel muss her und ich gehe voll auf zwei Positionen. Wir brauchen einen richtig krassen Backup-Keeper, vielleicht wird es auch ein erster Keeper, mal schauen. Und dazu noch jemand fürs zentrale Mittelfeld. 215 Millionen, let's go. Im Tor war Kobel die einzige richtige Wahl, weil es einfach mittlerweile so der beste Keeper ist, den man holen kann. Und der war relativ günstig. Ja, und fürs zentrale Mittelfeld schnappe ich uns Pedri. Der ist nicht nur der beste von den dreien, sondern auch noch relativ günstig. Und vor allem kann man die anderen beiden eh wieder nicht holen. So wichtig für den Club, man kennt es mittlerweile. Das krasse ist, dass ich jetzt noch nicht mal alles ausgegeben habe. Aber ich weiß auch gar nicht, was oder wen ich jetzt überhaupt noch kaufen soll. Aber ich muss ja jetzt noch irgendwas starten, ansonsten werfe ich es mir später vor, wenn wir nicht die Champions League gewinnen sollten. Ich habe jetzt mal noch Bellingham geholt. Der hat halt einfach nur 1 Million gekostet, weil ich Martin Baturina mit dran gegeben habe. Bellingham ist halt um eine Gesamtstärke besser als er. Wir runden die Transferphase ab mit einem Backup-Spieler. Einem, der mir noch nicht wirklich so viel sagt. Bradley Barcola hat eine 84, kann auch als Stürmer aushelfen. Und ich habe alles durchgeschaut. Schau, das war unmöglich, die erste Mannschaft jetzt nochmal zu verstärken. Balde von Barca hätte geholfen, aber den konnte man mal wieder nicht holen. Geld ist jetzt auf alle Fälle weg. Ich habe alles probiert. Jetzt hängt es von der Mannschaft ab. Bitte, Jungs, komm. Schließt diese 10 Saisons hier mit einem Champions League-Titel ab. Das sieht es halt jetzt wieder im Kalender. Wir haben es gepackt. Die Champions League wurde gewonnen. 4:3 mit Meterschießen gegen Atletico im Finale. Ja, aber es wäre auch so ein Witz gewesen, wenn diese Truppe nicht die Champions League gewonnen hätte. Das ist so ziemlich das beste Team, was man sich jetzt zusammenbauen kann. Ich meine, klar, die Ersatzspieler gehen wahrscheinlich noch irgendwie besser, aber mittlerweile ist auch die Bank richtig, richtig gut. Da sitzt so ein 92er Lamadi zum Beispiel, den ich auch extra so ein Ingame-Face generiert habe. Falls ihr euch da wundert. Hier in den News können wir jetzt noch sehen. Also glaube ich zumindest. Wie wir die Champions League Trophäe da stehen haben neben dem Spieler von uns. Ich
frag mich ja, ob es diese große Cutscene dann auch noch gibt, wo wir mit dem Bus durch die Stadt fahren. Da muss ich den Save gleich neu laden, weil dann kommt das manchmal. Wir wurden auf alle Fälle deutscher Meister. Das hilft schon mal. Ich weiß aber nicht, ob die kommt, wenn man den DFB-Pokal nicht gewonnen hat. Und den haben wir nicht gewonnen. Also wahrscheinlich gibt es dann die Cutscene nicht, weil ich glaube, man muss das Triple dafür gewinnen. Und wir haben ja jetzt quasi nur ein Double gewonnen. Roma ist Conference League-Sieger. Top-Torschütze bei uns ist Mattis Tell, bester Vorlagengeber Jude Bellingham zusammen mit Duranville. So, wie angekündigt, jetzt lade ich noch meinen Save rein. Aber nee, da kommt nichts. Also ich glaube, man muss wirklich das Triple dafür gewinnen. Insgesamt komme ich hier mit St. Pauli auf 6 Titel in 10 Saisons natürlich. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir in die Kommentare, mit welchem Verein ich das als nächstes starten soll. Bis dahin, euer Bernie. Wer jetzt sehen möchte, wie ich im Karrieremodus gefeuert werde, der checkt hier mein letztes Video ab. Und das war vor allem in meiner normalen Bielefeld-Karriere. Also hat man so krass gesehen, wie kaputt der IFC-Karrieremodus ist. Deshalb nicht verpassen, ansonsten gibt es darunter noch ein anderes Video, wer es schon gesehen hat. Ne?